Hallo, meine lieben Fußballfreunde. Und herzlich willkommen jetzt zu einem ganz, ganz speziellen Video. Ich weiß noch nicht, ob ich es so hochlade oder ich es vielleicht doch in eine Playlist packe. Ich denke mal eher nicht. Das ist aber irrelevant. Es geht darum, worum geht es jetzt in diesem Video. Und dieses Video lade ich aus einem ganz speziellen Grund hoch. Ich habe nämlich in Minecraft Lost am... Das ist jetzt schon eine gewisse Zeit hier. Es war aber im Januar. Da habe ich zu euch gesagt, was haltet ihr davon, wenn ich dieses Jahr nach der Hommage für Uwe, das Lied, was ich ja letztes Jahr hochgeladen habe, nach 2 Jahren Wetteinschuldung, ja, weil Uwe ja, was to, weil du Astoria Waldorf, so, mein Gott, weitergetippt hat. Und ich habe jetzt zu euch gesagt, wie wäre es, wenn ich nochmal einen eigenen Song schreibe. Ich sage euch, wie der Stand bislang ist. Text ist nicht vorhanden. Musik ist vorhanden. Jetzt Naken, J. Mach ich mal J einfach. Ich denke, das kann man ja so lesen. Idee habe ich. Mach ich auch ein J einfach erstmal. Aber warum mache ich dieses Video? Denn ich möchte es mit der Community machen. Also mit euch. Aus einem ganz speziellen Grund. Ich kann euch, oder wozu dieses Video jetzt da ist, ich werde euch sagen, wie der Stand ist. Ich werde euch keine Musik vorspielen. Ich werde euch aber meine Idee schon mal mitteilen, was ich in diesem Song sagen möchte, was für mich die Botschaft ist, das Thema. Und weswegen ich den Song mit euch gemeinsam machen möchte, ist ganz einfach, denn ich möchte, dass ihr unten in die Kommentare Phrasen, also Sätze hinschreibt, die in diesem Song mit dazugehören. Sei es nun selbst eine Moral oder sei es eine Erfahrung, die ihr selbst mit diesem Thema gemacht habt. Ich nenne euch jetzt mal das Thema, denn das Thema ist Freundschaft. Ich glaube, so würde ich auch das Lied nennen. Also, Freundschaft, warum Freundschaft? Das ist zum einen die Freundschaft, aber auch natürlich die Feindschaft. Also Freundschaft und Feindschaft. Natürlich finde ich, sollten da so Sätze kommen wie hier, den Spruch kennt jeder, halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher. So, das ist so ein Standardspruch, der da mit reinkommt natürlich. Warum habe ich mich für dieses Thema entschieden? Ich wollte schon mal zu dieser Musik, die ich habe. Ach ja, das kann ich ja auch sagen. Es ist natürlich Rap vom Genre her. Also Genre Rap-mäßig. So ein bisschen halt wie Uwe, die Hommage ist für dich. Oder die Hommage ist für dich. Es geht halt schon etwas schneller zu. Ich müsste da selbst reinhören, um das nochmal ganz genau zu wissen. Aber, also den genauen Takt, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, ob es ein Dreiviertel, 6/8 ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich zugeben. Würde jetzt 6/8 vermuten, aber ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Aber ich möchte halt mit euch gemeinsam halt diesen Song schreiben. So, genau. Warum habe ich mich für diesen Song entschieden? Schon vor... Oh, jetzt muss ich mal echt rechnen. Ich sag mal so vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren, 6, 7 Jahren war es nämlich so. Ich glaube, 6 war es eher. So, ich sag mal 5, 6, 7. So in dem Dreh halt eben. Jedenfalls, da war es so, dass ich in der Schule auf dem Gymnasium schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und das Ding ist halt, dass zu diesem Zeitpunkt da so gewisse Jungs gerade waren, die, wo ich dachte, von denen auch sehr, sehr viel zu halten.
aber wo ich dann dachte, also deren Verhalten finde ich nicht gerade so toll. Und schon in meinem gesamten Leben, sag ich mal, bin ich sehr, sehr oft enttäuscht worden. Weswegen ich Freundschaft und Feindschaft miteinander verbinde. Denn sei es nun Freundschaften auch mit Jungs gewesen, die entweder meinten, mich wirklich zu hintergehen oder eben sich gar nicht mehr gemeldet haben und ich mich schon gemeldet habe. Und das war sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen so. Also bei beiden Geschlechtern, wenn man es mal so nimmt. So, und ich habe dadurch sehr, sehr viele Freunde verloren. Weswegen das Thema Freundschaft da natürlich auch eine große Rolle spielt. Werde ich auch natürlich so ein bisschen aus meinem eigenen Leben so kurz natürlich dann so darauf auch anspielen. Warum Feindschaft? Gerade diese zwei Jungs, da dachte ich, ich sei mit denen echt befreundet. Und leider, muss ich auch zugeben, hat Oliver damals eine Rolle mitgespielt. Denn das Ding ist, dass ich Oliver gesagt habe, was auch die beiden über ihn hinter seinem Rücken gesagt haben. Und dann meinte er, für eine gewisse Zeit lang ist mir egal, ich verbringe trotzdem Zeit mit denen und ich würde jetzt nicht sagen, dass die mittlerweile so sind. Das hat jetzt doch ein bisschen weh. Dass die jetzt nicht ganz so sind. Die haben immer noch Kontakt. Ich sag mal, ich muss mich mit denen nicht treffen. Muss nicht mit denen klarkommen. Man sagt Hallo und Tschüss. Oliver versteht sich gut mit denen. Und daraufhin, weil ich so dachte, Oliver, das ist jetzt nicht so gerade so ein Charakterzug, wo ich so dachte, dass er das macht, muss ich zugeben. Oder dass er halt so jetzt mit denen mehr Zeit verbringt. Das war wirklich so eine gewisse Zeit lang. Und da hatte ich so im Kopf, Mensch, was soll das? So, und da kam ich halt eben so zu diesem Titel Feindschaft. Und wie gesagt, und das möchte ich miteinander verbinden. Sätze wie halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher, ist natürlich so klischeehaft. Natürlich werde ich da aber auch so meine eigenen Erfahrungen unterbringen. Und und ich möchte mit euch gemeinsam dieses Lied schreiben. Das bedeutet, ich möchte, wie gesagt, von euch Phrasen haben. Natürlich würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. War eben so am Rande erwähnt. Aber mir ist vor allem wichtig, dass wenn ihr auch Erfahrungen mit diesem Thema gemacht habt, also erst Freundschaft, dann Feindschaft, vielleicht sogar umgekehrt. Vielleicht wart ihr erst mit jemandem so verfeindet und seid jetzt die besten Freunde. Das hatte ich, um ehrlich zu sein, noch nie, muss ich zugeben, das hatte ich noch nie. Ich habe mich zum Beispiel mal mit jemandem gar nicht gut verstanden. Oder ich sag mal, es war so auf einer Basis, man kannte sich und man war eigentlich dem anderen egal, weil man keinen Kontakt hatte. Und dadurch, dass ich mit ihrer besten Freundin, also ich spreche jetzt wirklich von einer Sie, dadurch, dass ich mit ihrer besten Freundin dann so mich getroffen habe und man hat sich verstanden, wurde sie fies mir gegenüber und dann war es wirklich nur noch eine Feindschaft. Und darüber habe ich aber auch in meinem Mobbing-Video erzählt, glaube ich so ein bisschen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, jedenfalls das Video ist hier oben jetzt verlinkt, ich weiß jetzt gerade nicht wo. Glaube hier. Hier? Glaube hier. Hier ist es verlinkt. Glaube. Egal. Nee, deswegen. Und ich möchte halt so mit euch gemeinsam so Sätze bilden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel schreibt, als Beispiel, ich habe auch diese Erfahrung gemacht. Ein guter Freund von mir hat mich mit meiner besten oder hat mich ist mit meiner hat Beispiel, wenn ihr zum Beispiel schreibt hier, ich habe auch die Erfahrung gemacht, mein bester Freund hat mich mit meiner Freundin betrogen zum Beispiel, ist das ein Satz, den ich zum Beispiel damit aufnehmen würde? Mein bester Freund hat mich mit meiner Freundin betrogen. So, und dann natürlich in einem gewissen Flow. Die Sätze werde ich dann so bilden, natürlich für das Lied. Und der Plan ist, heute ist der 22.3. Das heißt, natürlich werde ich jetzt nicht den Song innerhalb von ein, zwei Wochen jetzt schreiben. So viel sage ich aber, ich werde den Song
allerspätestens zum, da muss ich jetzt mal eben kurz gucken, und diese Deadline setzen wir uns gemeinsam, weil natürlich braucht es auch immer Zeit, einen Song zu schreiben, und spätestens Videoerscheinung am 3. Mai. Das heißt, wir haben jetzt etwas mehr als einen Monat, und in dieser Zeit werde ich diesen Song zu Ende machen. Die Frage dazu: Wollt ihr, jetzt passt auf, und das ist jetzt so die Frage, natürlich kann ich beides machen, wollt ihr nur Audio, also nur so gesehen das Lied an sich, oder wollt ihr sogar ein Musikvideo? Musikvideo ist deshalb so ein bisschen dann auch schwierig für mich. Erstens, ich habe natürlich keine High-Classic-Kamera. Den Ton kennt ihr vom Tippspiel, den kann ich aber natürlich immer so ein bisschen auch gut anpegeln. So ist es jetzt nicht. Ja. Aber das ist jetzt so die Frage, weil dann gehe ich zum Beispiel nach draußen, filme so gewisse Szenen. Vielleicht finde ich welche, die sich wirklich streiten würden. Ansonsten bin ich an bestimmten Orten oder so. Muss man mal gucken. Müsst ihr mir schreiben, ob ihr doch eher ein Musikvideo wollt. Oder sonst nur halt das Audio. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Also, so sieht es aus. Und ich hoffe, dass ihr mit dabei seid und mir erzählt, was ihr mit dem Thema Freundschaft verbindet. Also nicht nur Freundschaft natürlich und nicht nur Feindschaft, sondern es muss schon miteinander in gewisser Weise zu tun haben. Es reicht nicht so von wegen, ja okay, wenn ihr zum Beispiel schreibt, hier, ich war 20 Jahre lang oder 10 Jahre lang hatte ich einen sehr, sehr guten besten Freund oder beste Freundin und haben nun keinen Kontakt mehr. Es ist zwar keine Feindschaft, dass man keinen Kontakt mehr hat, aber so solche Phrasen brauche ich, so Lebensgeschichten, die in diesen Song mit einfließen. Und darüber würde ich mich sehr, sehr gerne freuen, deswegen kommentiert sehr, sehr gerne hier unter und lass uns gemeinsam dieses Lied schreiben. Spätestens Videoerscheinung 3. Mai, ich würde vielleicht sogar fast noch 10. sagen, ich schreibe jetzt aber erstmal 3. hin. Ansonsten werde ich euch Updates geben und auf jeden Fall wird es vor dem Champions League Finale erscheinen, das Lied. Also auf jeden Fall. Und wenn ihr andere Songideen habt, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht einer, der Musikstücke erstellt. Das heißt, ich würde dann ja auch natürlich, wenn es Audiospuren sind, eben so Instrumentals, Beats, würde ich dann natürlich angeben, wenn ich die von jemandem nehme natürlich. Wenn ihr da zum Beispiel selbst was habt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne irgendwie zukommen lassen. Business-E-Mail-Adresse ist in der Kanalinfo verlinkt. Ich nenne sie hier auch noch gerne mal TheOnlyPaul, also mein Kanal, alles kleingeschrieben, @web.de. Da könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne Sachen hinschicken, wenn ihr da theoretisch selbst Musik macht. Das war's dann jetzt an dieser Stelle. Ich möchte das Video jetzt nicht allzu lang in die Länge ziehen. Und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr mit mir dieses Lied macht. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert und lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal auf meinem Kanal wieder. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.